Ja, wir sind hier in Reichenbach im Schulzentrum. Der Rettungsdienst wurde hierher alarmiert, weil gemeldet wurde, dass mehrere Kinder über Übelkeit und Atemwegsreizungen klagen. Es war hier ein gemeinsamer Einsatz mit der Feuerwehr Reichenbach. Es war noch in Gefahr. Stoffzug aus Ostfildern hier im Einsatz und der Rettungsdienst mit entsprechenden Kräften. Aber beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes haben wir mehrere Kinder hier in einer Patientensammelbereich vorgefunden, die aus dem Schulgebäude evakuiert wurden. Es waren ca. 15 Kinder, die wurden dann sofort durch einen der Notärzte gesichtet, also triagiert. Und in der Folge wurden dann auch Transporte in die Klinik nach Esslingen veranlasst, um die Kinder dort einer weiteren ärztlichen Untersuchung zuzuführen. Also im Gesamten haben wir 21 Patienten gehabt, von denen 16 transportiert wurden. Es gab noch eine zweite Phase in dem Einsatz, also als die Kinder aus der Schule entsprechend versorgt und abtransportiert waren, gab es eine Meldung aus dem Kindergarten, der neben dem Schulgebäude sich befindet. Dort haben 8 Kinder ebenfalls Symptome gezeigt, haben auch alle erbrochen. Das heißt, wir haben hier nochmal im weiteren Verlauf einen zweiten Einsatzabschnitt aufgemacht, haben die Kinder, die noch da waren, auch nochmal ärztlich gesichtet. Es gibt aber jetzt wohl keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Ereignis in der Schule. Dort gehen wir davon aus, dass ein Reizgas ausgebracht wurde und dass das in dem Kindergarten ein Parallelereignis war, das jetzt nicht mit der Schule zu tun hat. Ansonsten bauen wir jetzt die rettungsdienstlichen Kräfte zurück. Die Transporte der 16 Patienten haben auch sehr zügig stattgefunden. Wir haben innerhalb von einer Stunde alle in das Klinikum nach Esslingen verbracht. Im Gesamten waren auch sehr viele rettungsdienstliche Kräfte hier vor Ort. Wir waren mit 3 Notärzten im Einsatz. Es waren 8 Rettungswagen hier und 6 Krankentransportwagen sowie der leitende Notarzt und die Einsatzleitergruppe hier aus dem Landkreis Esslingen und DRK und dem Malteser Hilfsdienst. Ja, der Einsatz in Kirchheim ist uns natürlich noch in guter Erinnerung. Also bereits auf der Anfahrt haben wir hier gewisse Parallelen festgestellt. Es ist jetzt hier nicht ganz klar, was es für eine Substanz war. Es wurde aber tatsächlich der Verdacht geäußert über die Polizei und die Feuerwehr, dass eine Substanz ausgebracht wurde. Es wurde auch von mehreren Kindern von einer Wolke berichtet. Das heißt, wir nehmen das entsprechend ernst. Wir sind natürlich immer froh, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass es keine schwerwiegenden Verletzungen oder Erkrankungen gibt. Aber tatsächlich fahren wir hier die Strategie, dass Kinder, die auffällig sind mit Atemwegsreizung, Übelkeit, Erbrechen, dann auch in die Klinik transportiert werden. Und von daher war der Einsatz hier jetzt trotz der hohen Anzahl an Patienten sehr schnell abgearbeitet. Ja, bei dem Einsatz in Kirchheim, damals in dem Schlossgymnasium, auch da war ich Einsatzleiter, waren ja wesentlich mehr Schüler betroffen. Da war anfangs eine Zahl von circa, wenn ich mich recht erinnere, 600-700 Schülern. Also ein viel größerer Aufwand, die alle durchzusichten, also auch die Verletzten herauszufiltern. In Kirchheim gab es auch 40 Transporte damals in die Klinik. Und es ist natürlich hier für die Einsatzleitung auch immer sehr schwierig, die angemessene, richtige Entscheidung zu treffen. Aber jetzt im Nachgang von Kirchheim oder auch hier aus Reichenbach war die Alarmierung zielgerichtet. Wir haben hier vor Ort eine entsprechende Struktur aufgebaut, die abgearbeitet und können jetzt nach, ich denke jetzt 2 Stunden hier den Einsatz beenden. Und auch ganz wichtig, auch wenn so viele rettungsdienstliche Kräfte an einer Einsatzstelle hier im Landkreis gebunden sind, wird weiterhin im Rettungsdienst die Notfallversorgung aufrechterhalten. Da werden Einsatzreserven gebildet, Wachbesetzungen durchgeführt. Das heißt, es wird auch zu keiner Vernachlässigung der sonstigen Hilfe ersuchen.